Willkommen zurück hier bei The Testament of Sherlock Holmes. Und wir untersuchen mal weiter hier das Klassenzimmer. Schauen, was es hier noch so alles gibt. Oh, da steht der Stuhl im Weg. Und wir suchen einen Hinweis darauf, wie wir diese Weltkarten-Rätselschachtel benutzen müssen. Diese Frau ist bewundernswert. Da sie keine eigenen Kinder haben konnte, hat sie beschlossen, für hunderte andere zu sorgen. Vorbildlich, würde ich sagen. Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht umdrehen. Auf der Tafel sieht man, welches Fach die Kinder als letztes hatten. Altgriechisch. Die Tafel klemmt. Da steckt doch bestimmt nur irgend so ein Stift drin. Die Tafel klemmt. Gut. Dann klemmt die Tafel halt. Dann gehe ich mal mit meinem Kuchen hier weiter. Oh, was haben wir hier? Aufgabe. Erstellen Sie mit römischen Zahlen eine logische Folge und benutzen Sie dabei alle Teile. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Die Zahl 10 darf nur einmal vorkommen. Okay. Also. Irgendwas plus 3 ist kleiner als 10. Fangen wir mal einfach an. Nein. Ich möchte das Ding nehmen. So, 1 plus 3 ist 10. Das wäre kleiner. 2 ist auch 10. Irgendwas minus irgendwas sollte auch kleiner sein. Also kleiner, ne? Ihr wisst, was ich meine. Erst einmal gucken, wie viele Stäbchen wir überall unterbringen können. Und es darf nur einmal vorkommen und das Ergebnis muss aufsteigend sein. Aufsteigend sein. Und wir können auch Buchstaben machen. Wie war das? Erstellen wir eine logische Folge, benutzen Sie dabei alle Teile. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Größer als 10 darf es nicht sein. Dann machen wir hier erstmal das größtmögliche. Das ist, hier passen nur 3 hin, also 3. So, das ist das größtmögliche dann. Ne, Quatsch. Ach, andersrum. So. 6. Bei der vorherigen Strich wird ihr abziehen. Also 6 plus 3 sind 9. Hier müsste dann irgendwas mit 8 hin. Mit 8 wäre das Ideale, ne? Also machen wir mal hier. Einmal 10 davor kommen, ne? Machen wir mal. 10 minus 2. Also, 9, 8. 7 wäre 4. Machen wir mal hier eine 4 raus. 4. Ja, und hier ist ganz einfach 6. Ja, ausgezeichnet. Und da ist die nächste Rudergabel. Eine Rudergabel. Was soll ich denn mit 2 Rudergabeln? Ha. Na gut. Gehen wir mal weiter.
Ah, hier ist ein Schrank. Bestimmt reingucken. Hallo. Hallo, Schrank. Der Türgriff. Ah, dann nehmen wir die Rudergabel. Der Tür. Geht nicht. Dann nehmen wir das Messer. Der Tür. Geht auch nicht. Achso, wir wollten uns noch die Bilder anschauen, ne? Können wir das irgendwie? Nee. Der Tür. Okay. Der Türgriff. Der Tür. Der Türgriff. Ah, vielleicht kann ich, genau, vielleicht komme ich mit dem Messer dazwischen und mit dem Rudergabel. Der Tür. Der Tür. Der Tür. Der Tür. Ach, man kann das Buch darin sogar so lesen. Eines der griechischen Bücher ist aufge... Eines... Eine Schachtel mit Süßigkeiten. Wahrscheinlich, um fleißige Schüler zu belohnen. Gute Idee. Alles deutet auf jemanden hin, der nicht will, dass man diesen Schrank öffnet. Was Grund genug ist, ihn zu öffnen. Aber wie? Der Tür... Ja, der Türgriff fehlt. Ihr habt doch zwei Rudergabeln hier. Der Tür. Oh. Er will nicht verstehen, was ich möchte. Okay. Dann schauen wir erstmal weiter, was wir noch so finden. James? Diese Jacke gehört dem jungen James. Süßigkeitenpapier, das einem Schüler aus der Jackentasche gefallen ist. Schüler James hat den Griff zum Süßigkeitenschrank gestohlen, damit er sich dort nach Lust und Laune bedienen kann. Wenn wir seinen Tisch finden, finden wir auch den Griff. Also brauchen wir einen Sitzplan. Den haben wir hier. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Mit Hilfe dieses Sitzplans finden wir vielleicht heraus, an welchem Tisch James sitzt. Finde heraus, wo James sitzt. Wie soll ich das denn machen? Ach du Lieber, wir müssen alle Schüler hier hinsetzen. Okay. Alissa und Thalia sind wirklich reizende Geschwister. Ich bringe es nichts übers Herz, sie auseinanderzusetzen. So, die Mädchen scheinen vorne zu sitzen. Dann setzen wir erstmal Alissa und Thalia zusammen. Weil da wissen wir schon mal, die sitzen zusammen. Anastasia ist selbst, die wird bestimmt einmal ein ganz gutes Platz. Ist links von Ophelia. Weil diese sich gut und nett verstehen. Neulich hat ein Luftschiff am Himmel gesehen. Einstimmen. Eroberung der Lüfte. Aaron ist ganz schön gewachsen. Deswegen habe ich ihn hinter den gleich großen Fergus gesetzt. Ach du lieber Gott. Reihensprecher. Fenster Doppelreihe. Ophelia. Ich habe Ophelia in die erste Reihe zwischen meinem Pult und die Tafel gesetzt. Also dahin oder dahin? Seit Anastasia hier scheint Orson hin und weg von ihr zu sein. Wenn er zur Tafel schaut, ist sie genau in seinem Sichtfeld. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn versetzen soll. Diese Schwärmerei bei jungen Leuten ist doch etwas Wunderbares. Außerdem redet er jetzt nicht mehr ununterbrochen mit seinem Sitznachbarn Bart. Pierce gehört zu den Kindern, die sich manchmal mit Autorität etwas schwer tun, aber er ist trotzdem mit der Neuen. Ich mag ihn sehr. In der Nähe meines Pults. Hinter Anastasia und neben dem kleinen Elmer. Der sollte man... Hinter dem... Hinter Anastasia... Ah, so.
Simon und James stammen aus demselben Dorf. Ich habe sie zusammengesetzt und zwar Simon links von James. 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 Okay. Elmer ist ein ruhiger, vernünftiger Mann. Er soll neben Pierce sitzen, weil er auf ihn einen guten Ausfluss... Okay. Damian ist ein helles Köpfchen. Früher musste er in einer Textilmanufaktur arbeiten und kann seitdem seine rechte Hand nicht mehr richtig benutzen. Dennoch gehört er zu den besten Schülern der Klasse. Ich lasse ihn immer links sitzen, damit er genug Platz hat, um mit der linken Hand zu schreiben. Links. Reihensprecher. Mittlere Doppelreihe Justin. Mittlere Doppelreihe? Eine Notiz. Es ist wichtig, Kindern verantwortungsbewusst immer in die kleinen Aufgaben zu. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass diese Aufgaben körperlich und geistig gewachsen sind. Die Reihensprecher sind mit einer Flagge gekennzeichnet. Andere Aufgaben werden anhand von kleinen Bildchen dargestellt. Bei Gemeinschaftsübungen sammeln sich immer vier Kinder um einen Tisch. Reihensprecher mit Flagge. Also, mittlere Doppelreihe Justin. Ja, der sitzt da. Gut. Anastasia ist sehr hübsch und gebildet. Sie wird bestimmt einmal ein gutes Leben. Ihr Platz ist links von Ophelia. Aha. Okay. Lewis hat Augen wie ein Adler. Neulich hat er ein Luftschiff... Ach so, das hatten wir schon, das wusste ich nicht. Dann. Aaron ist ganz schön, deswegen habe ich ihn hinter den gleich großen Fergus gesetzt. Reihensprecher, Fensterdoppelreihe, Lloyd. Taylor. Reihensprecher, Küchendoppelreihe. Rechts von ihm ist noch ein Platz frei. Okay. Charles wartet immer noch auf die Brille, die ich für ihn bestellt habe. Solange muss er noch im Licht und nah bei der Tafel sitzen. Ich habe ihn und seinen Sitznachbarn Eddie die Plätze tauschen lassen. Der kleine Jasper ist häufig krank. Ich habe ihn in die Nähe der Küche gesetzt, damit er nicht so nah am zugigen Fenster sitzt. Hm. Tafelputzen Fergus. Ist das hier das Tafelputzen-Symbol? Wahrscheinlich, ja. Mark ist ein netter Junge. Ihm kann man wirklich mit jedem zusammensetzen. Toll. Rose und Lisa lieben Bücher und schreiben heimlich zusammen eine Geschichte. Ich will sie bei diesem schönen Vorhang schützen. Lassen sie zusammensitzen. Luisa ist ab jetzt für die Aufbewahrung der Bücher zuständig. Haha. Luisa und Rose. So. Bart ist ja zuverlässig und ordentlich. Ich habe ihn damit auf die Bücher der jüngsten Schüler. Das dürfte hier sein. Ja, und ich sortiere immer das Klassenzimmer weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Sortieraktion noch weiterhin zuschaut. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht hinbekomme. Also, bis gleich. Morgen.